wird ein Kind. Gott selber macht sich so klein, damit wir Menschen von seiner Liebe und seiner Liebe, die, so können wir sagen, entwaffnend ist, angezogen werden. Damit wir die Angst verlieren. Die Angst, die heute so viele Menschen peinigt, weil sie oft nur vom irdischen Leben hier sich abquälen und keine Hoffnung mehr haben, dass letztlich unser Leben in Gottes Hand ist. Ihnen allen und auch Ihren Lieben zu Hause, auch die, die jetzt mit uns verbunden sind, ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest. Ein tiefes Erleben dieses Beschenktseins von ihm. Ach, könnte nur dein Herz zu einer Krippe werden. Gott würde noch einmal ein Kind auf dieser Erde.